Herr Solmecke hat gestern auf meinen Tweet reagiert. Das musst du dir mal vorstellen. Ich mache einen Tweet auf Twitter und Herr Solmecke reagiert auf seinen 900.000 Abonnenten-Channel auf diesen Tweet in einem eigenen Video. Und ich würde es unbedingt durchziehen. Ich würde das so gerne unbedingt durchziehen. Das kann doch nicht sein. Warum willst du nicht Solmecke beauftragen? Naja, der hat sich, also der ist ja mehrere Male auf das Thema eingegangen, aber er hat sich ja selbst auch, er hat nicht gesagt, ich weiß nicht, Digga. Erstmal ist er ja überhaupt keine, ist das glaube ich gar nicht sein Fachbereich, weiß ich gar nicht. Und wenn er da ja wirklich Bock drauf gehabt hätte, hätte er gesagt, ey, ich würde das gerne übernehmen, so, weißt du, ich schreibe doch jetzt nicht Solmecke an, Mann, der Typ macht 10 Videos am Tag. Als ob ich den anschreibe, ey, hilfst du mir? Damit würde er auch Partei ergreifen in der YouTube-Situation, weißt du? Das ist halt das Problem mit dem Ausland. Ihr müsst halt verstehen, dass es halt, Ausland ist schwierig, ist möglich, aber das sind Kosten, das sind einfach Kosten, wo ich dann auch irgendwann sage, Alter, also möglich ist es. Eine Detektei, die dahin. Weißt du, wie teuer das ist? Ja, wie gesagt, eine Detektei könnte man beauftragen. Habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Die würden mehrere Tage brauchen. Es ist nicht mal zu beziffern, wie lange sie bräuchten. Ich müsste denen alle Informationen geben, die ich habe. Und dann brauchen sie 3, 4, 5, 6 Tage. Und wir haben gesagt, dass eine Detektei ungefähr... Eine Detektei braucht denn, kostet ungefähr am Tag 1000 Euro. Ja. Und dann ist es ja nicht mal eine safe Sache. So, stell mal vor, irgendwann sitzen die nach einer Woche immer noch. Das Krasse ist, dann gibt es ja nicht mal eine Detektei auf Madeira. Da muss irgendwer aus Portugal Festland rüberfliegen. So, weißt du, Alter. Ja, mal gucken. Vielleicht, wie gesagt, ich habe ja auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwas ergibt. Jetzt so aufgrund dessen, dass es nochmal ein bisschen öffentlich gegangen ist. Aber... Nimmst du das Angebot an, dass Kevin die Anwaltskosten übernimmt? Ich will gar nicht. Ich habe in keinster Weise möchte ich seine Almosen annehmen oder irgendwie mit ihm in positiven Art des Austausches sein. Das hätte eine völlig falsche Darstellung. So weit kommt es noch, dass er mich privat komplett f***t und ich dann irgendwann noch so, oh, Kevin, hey, bitte überweis mir die Anwaltskosten. Das wäre voll lieb. Alter, der Maul. Wurde der Anwalt vielleicht von Orange Morange bestochen? Ja, also, ich glaube, das nimmt Größenordnung an, in die sich dieser Fall nicht befindet. Ja, hier, Diggi, mach dir mal einen schönen Abend im Casino. Schreib da erstmal meinen Anwalt an. Ey, du, ich mach dir einen Deal. Ich lade dir jetzt 50.000 auf Steak auf und dafür machst du nichts. Junge. Aber es ist mir schon peinlich, ich bin ganz ehrlich. Also ich bin ein Mensch, ich rede auch über meine Fehler, deswegen rede ich darüber auch. Sonst würde ich ja einfach sagen, ja, ich bin noch öffentlich, so weißt du, oder da wird richtig krass was passieren, aber ich bin ganz ehrlich, ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist aber gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil nächstes Mal weiß ich dann schon, wie ein Anwalt klingt, bei dem eventuell nicht so viel rumkommt. Also ich habe die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben, aber ich will jetzt hier nicht mehr großkotzig irgendwie rumlabern. Wenn denn irgendwas passiert, dann werde ich das im Stillschweigen machen. Ich werde nicht nochmal sagen, oh, aber jetzt habe ich einen krassen Anwalt gefunden. Das wird nicht mehr passieren. Florian Kraft, Dankeschön für den 12. Monat. An die Umwelt denke ich gerne, wenn ich im Stau stehe, weil sich vorne irgendwo auf die irgendwelche Leute an die Straße geklebt haben. Ich habe das jetzt übrigens einmal erlebt. Das war jetzt das allererste Mal, dass ich es erlebt habe, weil in Berlin ziehen die ja gerade richtig durch. Wir waren auf der Stadtautobahn und ich stand 40 Minuten im Stau, weil sich vorne Leute angeklebt haben. Das ist crazy, ich habe es jetzt das erste Mal selbst erlebt. Und ich finde es erstaunlich, wie krass die Befürwortung zunimmt. Also gerade auf Twitter oder sowas, ich finde das sehr krass, wie dieses Eingreifen in die normale Gesellschaft irgendwie befürwortet wird. Ich würde gerne mal mit jemandem privat darüber reden, der mir die Sinnhaftigkeit dahinter erklärt, wie das im großen Ganzen dafür sorgen soll, dass Menschen umdenken. Weil ich kenne keinen. Jeder ist davon genervt, jeder ist abgefuckt. 50% von den Leuten, die abgefuckt sind über diese Extremsituation, fangen aus Trotz an, irgendeine Scheiße zu machen, die entgegengesetzt derer Meinung sind. So, es bringt Aufmerksamkeit, aber doch, alle sind doch abgefuckt. Inwiefern bringt das denn gute... Das bringt doch nichts. Also jeder weiß es, jeder kennt dieses Thema, ja. Und jeder weiß, dass das passiert. Aber es ändert doch nie. Also es ändert doch keinen Gedanken. Es schafft Bewusstsein. Es bringt eine Diskussion, ja. Aber auf so einer nervigen Art und Weise, die einfach eingreift in das normale Arbeiterleben, dass es einfach nicht dafür sorgen, was man damit erreichen möchte. Also sorry, aber die öffentliche Haltung
die öffentliche Haltung auch abseits von Twitter, die ist ja zu 90% dagegen. Wie gesagt, wenn irgendwer von euch in diesem Thema mehr bewandert ist, klärt mich mal bitte auf, was für einen Effekt das auf Dauer haben soll. Ich verstehe das. Mediale Präsenz, die existiert, es wird fast jeden Tag darüber geredet. Verstehe ich. Aber das Einzige, was man aus diesen ganzen öffentlichen Mitteilungen immer erkennt, ist eigentlich nur, dass irgendwelche LKW-Fahrer ausrasten und Gott sei Dank haben sie weil sonst wären sie ausgestiegen. Also ich rede mal aus meiner Sicht. Ich denke, dass ich, wie gesagt, ich achte jetzt nicht krass auf die Umwelt, aber ich natürlich, wenn es Möglichkeiten gibt, die mich jetzt nicht so in meiner Gemütlichkeit einschränken, dann würde ich sie auch umsetzen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der hier unbedingt mit V8 rumfährt und dann so, ah, geil, schön Cut rausnehmen, damit hinten alles rausdings. Versteht mich da nicht falsch. Ich denke, dass ich schon eine sehr gesunde Einstellung zu dem ganzen, heute habe, aber auch mich nervt es. Und in der Bevölkerung, die Bevölkerung ist ja nun mal der wichtigste Teil. So, wenn die Bevölkerung einen großen Ärger verspürt, dann hat die halt natürlich auch die größte Kraft. So, und da sind halt wirklich. Also, ich sehe da keine positive Kommunikation. Wir reden doch jetzt nicht über das Klima, ich verstehe das doch. Ich verstehe doch Erderwärmung und so. Das ist ja auch richtig, dass da was passiert. Es geht mir doch einfach nur um diesen einen Punkt geht es mir. Ah ja, gut, jetzt habe ich ein politisches Thema angesprochen und jetzt habe ich natürlich gleich wieder die wildesten Leute am Start. Ich sehe es schon. Hey, genau so. Was soll ich euch sagen über dieses Leben? Also ich muss mir mit meinem Auto nichts vorwerfen, mit meinem 2 Liter Vierzylinder, der 6,5 Liter verbraucht. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Sorry, das kannst du mir nicht erzählen. Als wenn Simon Unge, der Chef von Madeira, nicht weiß, wo er wohnt. Snox, darauf, also ich will da ja nicht irgendwelche anderen Leute mit reinziehen. Das ist doch scheiße. Wenn ich Blockaden von Aktivistinnen... Ach Mann, Leute, ist gut. Ist gut jetzt. So, wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder und behandeln mal wieder gute Themen. Was ist deine Meinung zu Simracing? Finde ich geil. Und ich habe ja hier nebenan noch ein zweites Setup. Mit PC und Riesentisch, also meinen alten Esstisch, den ich damals als PC-Tisch genutzt habe, der steht hier. Und hätte ich diese Ecke frei, würde hier ein Sim-Racing-Simulator stehen. So richtig mit 3 Monitoren oder wie auch immer man das macht, mit Racing-Seat. Ich finde das richtig geil. Ich finde das richtig geil. Was er meint, du lässt deinen Motor zu oft an irgendwo im Stream. Ja, Digga, wenn ich irgendwo 10 Minuten stehe, mache ich den Motor doch nicht aus, wenn ich den wieder anmache. Du bist auch so ein Typ, der diese Start-Stopp-Funktion immer anhat. So, dass der Motor an der Ampel immer schön ausgeht, obwohl du eine Sekunde später wieder losfährst. Ja, der Motor ist darauf, optimiert, dass er ständig an- und ausgeht. Ach, quatsch mich nicht voll, wirklich. Also, wie gesagt, ich will da auch gar nicht mit euch diskutieren. So, das ist auch gar nicht mein Themenfachbereich oder was auch immer. Ich habe mit euch gar keinen Bock, über Klima zu reden. Es ging mir einfach nur darum, dass aus der jetzigen Sicht ich kein Verständnis habe für die Leute, die sich auf die Straße kleben, weil es einfach nervig ist und einfach die falschen Leute belastet. Und irgendwelche Reporter, die in diesem Thema, das ist gerade genau medial genauso ein Thema wie wenn ein Reporter schreiben kann, Ausländer hat Deutschen getötet. So, weißt du, das ist genauso, du weißt ganz, die Reporter wissen genau, was für eine Gruppierung die damit ansprechen und die wissen ganz genau, dass diese Gruppierung sich diese Artikel schön hin und her schicken. Die Reporter haben ihre krassen Aufrufe und deswegen sieht man das auch so oft so im Fernsehen. Diese Scheiße, dass dann irgendwelche Reporter wieder irgendwelche Leute interviewen. Ja, der geht mir auf den Sack und hätte ich gestern nicht gefickt dann. Weißt du, was ich meine? So, die wissen halt, Mann. Die müssen doch alle gucken, wo sie bleiben, die ganzen Reporter. Und deswegen sieht man nur diese Scheiße im Fernsehen. So, niemand interessiert sich für irgendwelche normalen Artikel. Die wollen nur so eine reißerischen Sachen sehen. Aber ich habe gar keinen Bock, jetzt hier weiter über das Klima zu reden. Geht mir mal nicht auf den Sack damit. Als ob ich jetzt hier anfange, mich von irgendwelchen Leuten blöd anlabern zu lassen, weil ich meinen Motor angelassen habe. Tut mir leid. Wie gesagt, ich denke, dass ich ein sehr vernünftiges Verständnis dafür habe. So, ich provoziere jetzt nicht so, ich habe kein Verständnis für Leute, die so, oh, jetzt erstmal, die wilde Veganerin, hey, guck mal hier, ich esse jetzt mein Steak. Das ist genauso unpassend wie sie vom Verhalten her. Ich will nicht, dass sie da falsch denkt von mir. Aber dieses mich jetzt hier ankacken, so, oh, du hast mal deinen Motor an, quatsch mich nicht voll, Digga, such dir mal einen anderen Stream. Dann geh in einen anderen Stream, wo du mit Leuten darüber diskutieren kannst. Da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner für.